Hallo Freunde der exorbitanten Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr bei mir seid, hier in meinem exorbitanten Springfield. So schnell hier Kram abklickern. March nach dem Treffpunkt suchen, fertig. Oh, jetzt mach ich aber alles hier auf einen Haufen. Mal gucken, wie viel ich auf einmal erwischen kann. Schwupp! Mein Bildschirm explodiert. Stolze Protest und weiß ich nicht, was noch alles. Ich hab alles auf einmal gemacht. Ah. Ralphie ist krank, ehrlich. Er ist einfach nur strunzdumm. Aber egal. Kann er auch nichts für. Muss er sich bei Papa beschweren. Wer Chief Wiggum kennt, der wundert sich auch nicht. Der wundert sich auch nicht über den armen kleinen Ralphie. Eigentlich wollte ich nur schnell klickern, habe ich gesagt. Dann mach ich gerade mal. Hier kann ich auch klickern. Dann machen wir schnell weiter. Hier, Neddy. Die Hecke ist buschiger als der Bart eines Babyloniers. Zeit, ihr zu Leibe zu rücken. Hoffentlich kann ich zusehen. Du wirst nichts sehen können, denn du wirst hinter mir stehen. Lass definierten Ned die Hecke schneiden. Na gut, schneid mal Hecke. 4 Stunden lang Hecke schneiden. Muskelbepackter, definierter Ned. Neddly diddly doodly. Dämlicher Flanders. Lisa, wo warst du den ganzen Tag? Ich war im Rathaus, alte Akten durchforsten. Du versuchst das Rätsel zu lösen, warum Mr. Burns ein Casino baut, mit dem er Geld verliert? Ja, aber größtenteils durchforste ich diesen Idioten, der immer viel zu schnell die Sprechblasen wegklickt und ich nicht lesen kann. Tja, wir versuchen beide dasselbe Problem zu lösen. Du durch intensive Detektivarbeit, ich durchs Backen von anonymen Spielerkeksen. Oh, Kekse? Ich will auch Kekse! 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 Wenn ihr beide diesen Idioten findet, der ständig die Sprechblasen zu schnell wegklickt, dann sagt mir bitte Bescheid, ich würde ihm gerne seine Eier abknipsen. Platos Republik Casino. Hol dir Platos Republik Casino und sieh, wie fett Tony darauf reagiert, dass Mr. Burns in seinem Geschäft mitmischen will. Heißt das, ich soll jetzt wieder Donuts ausgeben? Applaus! Ich soll Donuts ausgeben. Wer hätte es gedacht? Ich bin echt erstaunt. Erstaunt, verwundert, aus der Fassung gebracht. Hab vorhin festgestellt, ich werd gar nicht aus der Fassung gebracht. Oder doch? Bin da keine Birne. Naja, lassen wir das. Lass Skinner ohne Ende spielen, aber Skinner ist schon beschäftigt. Schön, dass ich euch vorhin alle noch arbeiten geschickt habe, ich Idiot. Lass Krusty auftreten, bis er blutet. Schön, dass Krusty genauso arbeitet, ich Idiot. Und lass Willy einen Anzug aus Dollars tragen. Den habe ich, glaube ich, noch nicht geschickt. Ach, was war denn das? Das hört sich an, als hättest du irgendwas im Hals stecken. Eine Katze oder sowas. Komm her, Willy. Och, einen Anzug aus Dollars tragen. Wo kriegst du denn einen Anzug aus Dollars her? Den musst du doch von Mr. Burns klauen. Irisches Diebesgesindel. Oder ist er Schotte? Ich glaube, er ist Schotte. Schottisches Diebesgesindel. Alles das Gleiche da oben. Europäer sind alle gleich. Wir sehen alle gleich aus und sind alle... Ah, meine Nessie. Ich finde die so goldig. Das ist nicht zu fassen, ehrlich. Wer kommt denn auf die Idee, dem Monster von Loch Ness so einen Sound zu verpassen? Das ist ja nicht zu glauben. So. Ach nee, ich war ja eigentlich hiermit beschäftigt. Hier Baum. Ich glaube, der Baum baumt schon. Der Baum baumt. Dann haben wir hier noch den Craig Demon. Den haben wir auch schon abgeschlossen. Quasi ist Maul zugesperrt, hat aber nichts gebracht. Old Black Magic Freak, Teil 5. Wo ist er denn? Hallo? Ich hab dich schon eben, ach da, wollte gerade sagen, hab dich schon eben befreit. Warum läufst du hier nicht rum? Jetzt hat er gar nichts mehr zu tun. Oh, der arme Kerl. Der arme Kerl, jetzt ist arbeitslos. Hier, geh aufs Arbeitsamt. Kannst Hartz IV beantragen. Oder erst Arbeitslosengeld 1. Muss mal gucken. Kommt drauf an, wie lange du gearbeitet hast und wie viel du verdient hast. Hibbert Familienpraxis macht... Ist ja auch interessant. Was macht Dr. Hibbert da? Ich meine, außer dass er Geld für nichts tun kriegt, schläft er, oder wie? Oder wie ist das hier? Stolzer Protest. Baum baumt. Und die sind noch am Arbeiten. Scheiße, das hätte ich mal lieber gelassen. Ich mache das aber auch immer wieder. Ich bin so chipgeil quasi. Ich bin der einzige YouTuber, der chipgeil ist. Alle anderen sind klickgeil. Ja, so,
Okay. Das war auch schon besser. Kann ich denn hier jetzt mal langsam schon? Nö, kann ich nicht. Was fehlt noch? Oh, ich könnte mal langsam anfangen, hier Medikamente zu machen. Ich brauche gar keinen. Brauche gar keinen. Kann ich? Ich kann. Brauche gar keine Scheiße. Was ist denn das jetzt? Aber wieso arbeitet ihr alle? Wieso seid ihr alle irgendwo? Amphetamine erwerben? Wie? Ich habe keine. Ernsthaft jetzt? Ich habe sie jetzt alle sinnvollerweise hiermit verschwendet? Oh, leck mich doch fett, Mensch. Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich bin der einzige YouTuber, der chipgeil ist und nicht klickgeil. Weil ich meine Leute hier, ich schicke die immer sofort alle hier auf ihren Job, weil ich kriege ja hier 110 Chips dafür, von jedem. Und ich denke überhaupt nicht dran, dass ich die dann für andere Jobs eventuell auch noch brauchen könnte. Aber so ist das halt. Ne? Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, sagt man so schön. Was erklärt, warum die Fußballer alle so dicke Oberschenkel haben. Aber ich kriege jetzt keinen Ärger mit den Fußballern. Die kommen hier alle vorbei. Die Nationalmannschaft steht bei mir vor der Haustür, klingelt. Ey, du bist doch der da von YouTube, der Typ da, der so erzählt, wir werden alle dumm, weil wir dicke Beine haben. Komm her, bück dich mal, ich zeig dir mal, wo Hamburg liegt. Oh. Und dann befördert er mich quasi knietief mit seinem Stiefel nach Hamburg. Knietief ist auch. Lassen wir das. Hallo, bewegen Sie sich mal ein bisschen schneller hier, Monitor. Ja, meine weißen Häuser. Nein, das sind keine rassistischen Häuser. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Die sind nicht rassistischer als blaue Häuser. Obwohl ich habe sie ja alle hier getrennt, quasi. Die Weißen stehen alle zusammen, die Blauen stehen alle zusammen. Das könnte man schon fast schon als rassistisch ansehen, oder? Rassentrennung quasi. Hausrassentrennung. Wie die Hausmäuse. Die Stadtmaus und die Landmaus. Uff, diese Frauen benehmen sich wie Zweitklässlerinnen. Solange sie auf Ostern scharf sind, können sie ruhig auf meinen Hintern scharf sein. Sie lassen sich so zu einem Objekt machen? Beleidigt sie das nicht? Vielleicht haben sie recht. Meine Osterbotschaft könnte ein wenig verweihwässert werden. Ich gebe Ihnen meine Nummer. Vielleicht können wir uns aus dem Weihwasser eine Kiste Wein machen. Aha. Okay. Glaube ich nicht dran, aber von mir aus. Ja, Nettie Baby. Bürgermeister Quimby, ich habe meine Jüngerinnen am Hals und am Hintern. Wir fordern ein Ende der Sittenlosigkeit, die unsere Stadt heimsucht. Der halbnackte Ned Flanders predigt mir etwas über moralischen Anstand. Es war das einzige Hemd, das ich hatte. Sie können meins haben. Heilige Maria und ihre Magdalenen. Lass definierten Netz dich verstecken. Ja, versteck dich mal lieber. 12 Stunden lang. Irgendwo in einem Maulwurfshügelloch. Muss jetzt noch gucken, hier meine Hurenrennen waren noch schnell. Schück, schück. Ja, diesmal lasse ich euch. Diesmal müsst ihr mir nicht zugucken, wie ich mein Geld abklicke. Aber auf dem Weg zu meinen Casinos dürft ihr mich gerne noch begleiten. Denn ich kann jetzt. Ach nee, eben nicht zu den Casinos. Nicht schon wieder den gleichen Fehler machen. Hier ist der nette Baum, Baum, halt, stopp. Ich muss hier hin. Hier war noch was. Skinner ohne Ende spielen. Und Krusty auftreten, bis er blutet. Gut. Ich hoffe, du blutest nicht allzu stark. Ich habe schon wieder 54 Chips zu verkloppen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal direkt. Oh, mein Players Club Turm. Den Rest kann ich ja hier schon schicken dann, oder? Zap, zap. Und noch einen. Das dauert ja jetzt doch schon ganz schön lange. Bis ich hier auf den Mr. Burns drauf komme. Na gut. Ich zock dann jetzt mal noch eine Runde. Ihr kennt das Spiel. Meine Dreier. Ich meine Dreier und ihr meine Musik. We'll be right back.
Naja gut, ich habe jetzt die letzten einfach mal verpokert quasi. Ich muss mal gucken, wie macht ihr das? Wie verzockt ihr eure Chips? Ich hatte bisher immer das Gefühl, Gaming Mode gibt mir am meisten. Aber bei Homer habe ich jetzt hier auch, war gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt natürlich intelligenterweise nicht mitgezählt, um einen anständigen Vergleich ziehen zu können. Die Gewinne hier sind natürlich nicht ganz so hoch. Muss man auch mal sehen. Ich habe noch einen Chip. Achso, ich habe jetzt wieder einen Chip sehr wahrscheinlich. Hier ist der maximale, ich habe vorhin einen Royal Flush gehabt, das habt ihr ja gesehen. Maximal mögliche Betrag sind halt hier 250 Chips. Dafür gewinnt man die kleineren. Ja, zwei Paare, Drilling oder ein Full House vielleicht oder auch ein paar, gewinnt man hier natürlich öfter. Also 70 oder 90 hat man ja bei Mo hat man die ja gar nicht. Da ist das höchste 60, das sind zwei Barneys. Achso, ich habe ja keine mehr. Und von daher, schwer zu sagen. Erstmal ein paar von den komischen Medikamenten jetzt hier einwerfen. Die sind nämlich mittlerweile wichtig. Und sonst komme ich mit meiner komischen Insel hier nicht mehr weiter. Diese dort. Für die brauche ich nämlich noch 19. Dauert halt einen Moment. Kann ja mal passieren, dass ich da nicht dran denke. Kann ich nicht an alles denken. Ich habe nur einen Kopf, der kann nur an eine Sache auf einmal. An eine Sache vor allen Dingen, ne? An eine Sache auf einmal denken. Na? Nicht getroffen, die junge Frau mit dem Zopf. Hier hat doch einen Zopf. Hat die einen Zopf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Hat die einen Zopf? Zeig mal. Bist du eine Zöpfige? Nee, bist du nicht. Du hast einfach nur lange blonde Haare. Oh, das ist das Stroh, das nicht mehr in deinen Kopf gepasst hat. Kann natürlich auch sein. Das heißt... Achso, ich muss jetzt mal gucken. Was habe ich denn jetzt überhaupt hier insgesamt? Ja, knapp 6.100. Ja, für... Was waren es? Ich glaube 57 oder sowas war das gar nicht mal so schlecht. Von daher, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das immer jetzt so abwechselnd. Hälfte Mo und Hälfte Homer. Muss ich mal schauen, wie ich das am günstigsten mache. Hier bin ich jetzt relativ nah dran schon. Vielleicht morgen früh... Ja, doch, morgen früh könnte vielleicht sein. Ich weiß nicht. Ich kann halt morgens meistens nicht aufnehmen, weil ich stehe relativ früh schon auf, 5 Uhr. Oder schläft meine Frau noch und mein Sohn schläft auch noch. Wenn ich dann hier im Wohnzimmer sitze und so rumplärr, dann ist es halbe Haus wach und das muss ja dann auch nicht sein. Deswegen nehme ich das halt oft auf und kommentiere das dann nach oder ich lasse es halt einfach sein, wenn gerade sowieso nichts Wichtiges passiert ist. Wenn was Wichtiges passiert, wie zum Beispiel, dass ich irgendwelche Preise abkrabbel hier oder dass irgendwelche Gespräche aufploppen, dann nehme ich das natürlich schon auf. Aber das wird dann sowieso erst im nächsten Video so sein, denke ich mal. Das wäre dann aber eventuell eine kurze Folge, ist nicht so schlimm, oder? Nee, ist nicht so schlimm. Ich muss ja sowieso gucken, dass ich wieder so mehr oder weniger tagesgleich schon wieder bin. Von daher würde ich sagen, war es das jetzt wieder gewesen von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Comments, wie zum Beispiel euren E-Nick. Dann kann ich euch in meiner Nachbarschaft aufnehmen. Quark, ich lüge, meine Nachbarschaft ist voll. Ich kann euch nicht in meiner Nachbarschaft aufnehmen. Aber ich wollte sowieso nochmal durch meine Nachbarschaft durchrennen und alle Inaktiven raustreten mit meinem Stiefel. Ihr kennt ihn, Größe 53, stahlbewehrte Sohle und Stahlkappen vorne drin. Vorher macht die kleine Maggie noch einmal kleine Maggie, wo ist die kleine Maggie? Maggie? Wo ist die Maggie? Ich kann sie nicht sehen und ich kann sie nicht hören. Maggie! Scheiße, jetzt muss ich suchen. So eine Rotze! Da, ich höre sie, da ist sie! Maggie! Direkt im Krusty Murder! Huch, da ist Maggie. Yeah, Baby. 2 Stück schon. Krieg ich da wieder... Ich komme langsam, aber sicher an die 2 Millionen wieder. Mal wieder ran. Bin mal gespannt. Bevor ich die 2 Millionen habe, kriege ich sehr wahrscheinlich wieder die Maggie. Und darf dann wieder 300.000 ausgeben, weil ich zu blöd bin, die richtigen Dinge auszuwählen. Und dann hat sich das wieder erledigt, wie schon so oft. Schon so oft. Oh, meine Nessie, die ist so geil. Ich bin die so abgefahren, ehrlich. Ja. Mein Liebling. Nessie ist jetzt mittlerweile mein Liebling.
Vorher war es Homie Baby. Jetzt ist Nessie. Nessie, meine Kleine. Wie gesagt, ich muss sowieso dann, trete ich einen, den einen oder anderen Inaktiven aus meiner Nachbarschaft raus, dann ist auch wieder Platz für euch, die ihr aktiv seid. Und die ihr unbedingt in meiner Nachbarschaft wollt. Ich konnte jetzt schon zwei Stück, konnte ich nicht annehmen. Beziehungsweise einen konnte ich, glaube ich, nicht annehmen. Und eine oder einen konnte ich nicht mehr einladen. Was mir natürlich leid tut. Deswegen werde ich werde das morgen. Morgen werde ich das machen. Ich habe jetzt heute keine Zeit mehr. Eigentlich habe ich sowieso schon keine Zeit mehr. Eigentlich für das Video hier schon nicht mehr. Aber, weil ich will noch The Walking Dead noch gucken. Und von daher verabschiede ich mich jetzt. Habe ich vor einer halben Stunde schon gesagt. Etwa schätzungsweise gefühlt 4 Tage her. Von euch. Bis zur nächsten Runde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.